Hallihallo Freund und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video bei mir hier zurück bei Big G's Tintenkiste. Heute geht es mal nicht um einen Füller, heute geht es mal nicht um Papier, es geht auch nicht um eine Tinte, sondern es geht um einen Tintenroller. Ja, ihr habt richtig gehört, ja, auch ab und zu muss auch mal ein Füllerianer mal ein bisschen abstinent werden, beziehungsweise mal fremdgehen, nämlich immer dann, wenn ein Füller auf einem bestimmten Papier nicht fruchtet, ja. Also nicht immer kann man einen Füller benutzen, auch wenn er natürlich stilvoller ist und schöner ist und so weiter, ja. Aber ab und zu muss auch mal etwas anderes sein. Man kann natürlich auch auf einen Kugelschreiber zurückgreifen, wenn man das möchte. Ich persönlich möchte das nicht und darum ist für mich die einzige Alternative ein Tintenroller. Was ist denn der Vorteil zwischen einem, also was ist denn der Unterschied zwischen einem Tintenroller und einem Kugelschreiber? Also zumindestens ein Tintenroller sieht von außen hin natürlich erstmal aus wie ein stinknormaler Kugelschreiber. Aber der Unterschied, den merkt man dann spätestens dann, wenn man ansetzt, um irgendwas zu schreiben. Nämlich man merkt dann, bei einem Kugelschreiber muss man auf das Blatt, also auf das Papier, erheblich höheren Druck aufwenden, damit man überhaupt eine Tinte sieht oder damit man ein vernünftiges Schriftbild bekommt. Ja, das haben wir bei einem Tintenroller nicht. Ja, die Tinte bei einem Tintenroller ist ziemlich zähflüssig, ja, ist eine andere Mischung. Es gibt auch nicht so viele Tinten, Farben oder Farben für einen Tintenroller, ja. Bei Lamy zum Beispiel hier, der Lamy Swift, ist ja auch ein wunderschöner Tintenroller, den ich auch in einer anderen Farbe habe. Ich glaube, das ist die Farbe Palladium. Gibt es auch noch in Silber und in Blau und noch ein paar andere Farben, meine ich, ja. Und wenn man da jetzt nachrüsten muss oder möchte, dann kann man das machen in Form von solchen Minen. Ja. Lamy ist bekannt dafür, dass sie für jedes einzelne Modell ihrer Kugelschreiber oder Tintenroller immer andere Formate haben oder andere Minen, die man dafür verwenden kann. Also jetzt hier in dem Fall für den Lamy Swift passt die M66. Es gibt auch noch einen anderen Tintenroller, der Lamy Studio zum Beispiel, da passt diese Mine hier nicht rein, da muss eine andere rein, ja. So, aber man kann aber trotzdem, wenn man möchte, switchen. Es gibt dünne und es gibt breite Minen dafür, ja. Das jetzt hier, das ist eine Austauschmine in Breit. Ist mir ein bisschen zu breit, allerdings in Blau. Und wie das dann so aussieht, ja, das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Und zwar benutze ich jetzt mal dafür ein Notizbuch, das ich normalerweise nicht jetzt verwenden würde für Füller, weil das nämlich bei Füllern oft so den Nachteil hat, dass es ein bisschen durchblutet. Ja, das Problem haben wir bei einem Tintenroller jetzt nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich jetzt hier ansetzen kann. Eine gute Seite finden, genau, ja. Ja, das da hier zum Beispiel, das ist ein stinknormales, ich sage jetzt mal billiges Notizbuch aus Amazon. Und da zeige ich jetzt mal, ne, kurzer Vergleich, hier noch einmal etwas geschrieben mit Füller, ja, und wie das dann aussieht mit einem Tintenroller, sehen wir mal jetzt. Das ist ein Schreibtest mit dem Lamy Swift Tintenroller in Racing Green. Ja, eine neue Edition, Limited Edition, Special Edition eher gesagt, von Lamy. Gibt es normalerweise nicht in der Farbe. Weil jetzt gibt es das mal in der Farbe. Ich denke mal, da haben sich viele Lamy-Fans, es gibt ja unheimlich viele Lamy-Fans, beschwert oder zumindest die Anregung an Lamy geleistet, doch mal diesen Stift, den Tintenroller, in dieser Farbe Racing Green zu leisten, damit auch die Fans dieser Farbe ihren Willen bekommen. Ja, so.
Und wenn man das jetzt möchte, dann kann man das jetzt mal kurz austauschen. Eine Mine austauschen ist ja wirklich nicht schwer. Das geht ja rucki zucki. Ja, nimmt man einfach dann eine andere Mine. Das war jetzt die Mine, die jetzt dabei gewesen ist, als ich den Füller gekauft habe. Den Füller. Ich bin so daran gewöhnt, Füller zu sagen, dass ich nichts anderes mehr zulassen kann. Ja, so, das ist jetzt hier eine breite Mine in Blau. Und so sieht das aus mit einer breiten Mine im Blamey Swift. Swift, nicht Swift. 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 Ja, das ist auch so ein Vorteil an Tintenrollern. Da verschmiert nichts. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ach, ich nehme mal hier, wenn wir schon bei einem Lamy-Füller sind, Lamy-Produkt sind, kann ich auch einen hier nehmen. Ja, also das ist natürlich hier der Vorteil. Bei einem Füller verschmiert man schnell was und bei einem Tintenroller passiert das eher nicht. Ja. Was aber passieren kann, und das habe ich schon öfter gelesen, dass gerade die Minen manchmal dazu neigen zu stocken. Das haben wir natürlich auch bei einem Füller manchmal. Da weiß man dann meistens, woran es liegt. Dann ist irgendwas mit dem Tintenleiter nicht in Ordnung oder mit der Feder oder so. Aber bei einem Tintenroller ist es meistens dann so, dass dann irgendwas mit der Mine selbst nicht stimmt. Und dann muss die halt eben ausgetauscht werden. Ja, so. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen wieder zurück zu unserer dünneren Mine, die es auch in verschiedenen Farben gibt. Ich meine, es gibt die in Schwarz, in Blau, in Rot und in Grün, meine ich. Ja. So, ich bin jetzt nicht so der Tintenroller-Fanatiker oder sowas, ja. Aber man kann das hier auch sehen. Also hier verwischt nichts, ja. Und manchmal ist es gut, wenn man mal einen Tintenroller einsetzt, weil also im Vergleich zu einem Ballpoint, also einem Kugelschreiber, ist das Schreibgefühl hier einfach viel, viel besser. Bei einem Kugelschreiber, da muss man fester aufdrücken, damit überhaupt was kommt, ja. Und bei einem Tintenroller, ihr seht das, ja, also ich halte den Stift jetzt nur in der Hand und gleitet damit über das Papier und er schreibt. Ja, so, das ist halt so der Vorteil eines Tintenrollers, ja. So, und jetzt gucken wir mal, was die Rückseite so sagt. So, nämlich gar nichts. Ja, also man sieht es hier vielleicht so ein bisschen, vielleicht sieht man es, ich weiß jetzt nicht, ja. Auf jeden Fall, man sieht so ein bestimmtes Ghosting. Ja, also man sieht, dass auf der Rückseite irgendwas geschrieben ist, aber es blutet nichts durch. Ja, und das ist halt eben der Vorteil, den man jetzt hier hat, als im Gegensatz zu einem Füller, ja. Obwohl das jetzt Papier ist, sagen wir mal, das recht dick ist. Das sind 100, das ist ein Notizbuch mit einem 100 Gramm Papier. Sollte eigentlich dicht sein, auch für alle Füller und Tinten, ist aber hier nicht der Fall. Deswegen ist das von der Qualität her eher ein schlechteres Notizbuch. Und das ist halt eben auch so ein Vorteil, den man hat, wenn man mit einem Tintenroller schreibt, nämlich dass man auch auf Papier schreiben kann, das für Füller jetzt nicht unbedingt so geeignet ist. Ja, okay, gut. Also mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht erzählen, weil ich bin jetzt nicht so der Experte in Sachen Tintenroller oder sowas. Ich wollte es trotzdem mal gerne zeigen, weil es halt eben diese neue Sonderedition Farbe ist und es ein Stift ist, den ich wirklich gut finde, weil was ich auch gut finde, ist der Clip, ne? Also zumindest hier, der Clip, der lässt sich super easy zurückschalten. Ist auch nur sichtbar, wenn die Mine eingefahren ist, ja. Also wenn wir jetzt die Mine herausholen, versenkt der Clip hier quasi. Das ist so ähnlich wie beim Lamy Dialog 3. Nur dass es hier nahezu richtig im Korpus verschwindet, ja. Und dann kann man den Clip auch gar nicht mehr rausnehmen, ja.
Aber so für unterwegs, ne, wenn man mal was braucht für eine schnelle Notiz oder ist schnell gemacht, dass es mal schnell am Hemdkragen irgendwie verschwindet oder sowas angeheftet wird, angehängt wird, ohne dass das jetzt gleich irgendwie rausrutscht oder kaputt geht oder sowas, ja. Und ja, also das ist so ein Vorteil, den jetzt dieser Stift jetzt hier hat im Gegensatz zu anderen. Ja, also ich bin schon ein Fan von diesem Lamy Swift Stift, auch wenn ich jetzt nicht so häufig so einen Tintenroller ja, benutzen würde. Okay, ja gut, also wie gesagt, das war's. Mehr kann ich nicht erzählen zu diesem schönen Stift. Ja, ich hoffe, euch Füllerianern und Tintenfanatikern, ihr könnt mir verzeihen, dass ich mal etwas anderes gemacht habe, mich mal in eine andere Richtung bewegt habe. habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Review. Bis bald, Freunde, und tschüss.